Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Gebäudeoptimierung mit algorithmischem Design. Mein Name ist Dominik Blaser und ich darf Sie durch das heutige Webinar führen. Ja, in der Vergangenheit durfte ich selbst einige Male Ihnen beispielsweise im Rahmen der Online-Arena das Thema algorithmisches Design näher bringen. Aber für das heutige Webinar haben wir uns zwei externe Fachspezialisten ins Boot geholt. Das wären einmal Andres und Nora von der PASS Academy. Guten Morgen, Herren. Danke. Dankeschön. Ja, Andres ist muttersprachlich Spanisch sprechend. Das heißt, es könnte sein, dass Nora mit Andres während dem Webinar zwischenzeitlich kurz in Englisch kommuniziert. Das sollte Sie aber nicht verwirren. Nora wird das Webinar für Sie in deutscher Sprache komplett durchführen. Ja, dann will ich gar nicht mehr weiter ausführen. Ich würde sagen, ich übergebe das Wort gerne Nora und Andres, damit Sie die Bildschirmübertragung starten können. Das könnte für Sie zu Hause einige Sekunden dauern, bis die Übertragung dann steht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Vielen Dank. Könnt ihr unser Screen sehen? Okay, wir haben das okay von dem Studio bekommen. Herzlich willkommen nochmals und vielen Dank für eure Zeit, dass ihr diese spannende Stunde mit uns verbringt. Dankeschön. Wir sind PASS Parametric Academy Zurich. Wir sind Nora und Andres, Business- und Lebenspartner. Und wir teilen unsere Begeisterung für hochwertiges Design und Konzepte. Deshalb haben wir die PASS Akademie gegründet. Wir sind beide Architekten und arbeiten seit über 12 Jahren mit Architekten, Designern und Ingenieuren weltweit im Bereich parametrisches Design und BIM. In diesen Jahren haben wir eine sehr große technologische Wissenslücke zwischen dem Entwurf und dem Konstruktionsprozess gesehen. Wie wir alle wissen, diese Lücke beeinträchtigt die Kommunikation und natürlich den Austausch. Es belastet auch die Zeit und das Budget und in der Folge natürlich die Architektur. Um diese Lücke zu schließen, konzentriert sich PASS derzeit auf den ersten Teil der Wertschöpfungskette, den Entwurf. Unser Motto lautet Design Your Process. Und wir wollen durch Technologie und Innovation gute Architektur und eine bessere Zukunft fördern. Unsere langjährige Erfahrung natürlich hilft uns dabei. Wir lehren, wir helfen beim Lösen von Problemen, wir finden Antworten und wir öffnen die Prozesse und schaffen dadurch Transparenz. Wir arbeiten eng mit privaten Studenten und Büros zusammen, um Träume und Ideen zu verwirklichen. Wenn du konstruktiv und kritische Gedanken hast, was im architektonischen Kontext geschieht, Ideen und Motivation hast, diese umzusetzen, ist PASS Akademie genau das Richtige für dich. Wir haben schon an der Universität mit vielen Fragen auseinandergesetzt. Wie zum Beispiel, wie kann ich meine Ideen mit Hilfe eines Computers ausdrucken und wie könnte ich meine Entwurfsvarianten ohne Risiko experimentieren? Wie können wir unsere Zukunft als Architekten fördern, um Kontrolle und Sicherheit zu haben? Und welche Schritte müssen wir vornehmen? Und im Jahr 2007 entdeckten wir eine neue Welt, parametrisches Design und Grasshopper. Ein von einem Architekten, David Rutten, entworfenes Werkzeug. Es ist eine Sprache. Zuerst lernst du die Wörter, dann die Sätze und danach kannst du deine wunderschönen Romane schreiben und deine Geschichte und natürlich die Ideen erzählen. Das ist genau das, was wir und auch die Designer und Architektenwelt gebraucht hat. Echtzeit und präzises visuelles Feedback während des Entwurfs. Du kannst Variationen, Simulationen und natürlich präzise Berechnungen machen. Du arbeitest einfach mit Boxen und Verbindungen, einfach ein System zu bilden. Und du hast natürlich die Kontrolle über deinen ganzen Entwurfsprozess. Und natürlich mit der Entdeckung der faszinierenden Welt im parametrischen Design hat sich unsere Welt völlig verändert. Wir haben sowohl ein mächtiges Tool als auch unsere Leidenschaft gefunden. Und nach harten und aufregenden Jahren begannen wir diese Methode an Universitäten zu unterrichten.
Gleichzeitig haben wir auch Workshops für Firmen und Büros durchgeführt. Und seit 2017 sind wir mit unserer Akademie in der Schweiz auch sehr aktiv. Und diese Arbeitsmethode hat uns in den letzten 12 Jahren in verschiedenen Architektur-, Design- und Ingenieurbüros begleitet, von kleinen Installationen über Denkmalschutzprojekte bis zu Fußballstadien, von Entwurf bis zur Ausführung. Und das ist ein sehr kleines, aber sehr schönes Projekt. Ich hatte damals die Möglichkeit, diesen Gartenzaun von der Idee bis zur Realisierung zu leiten. Der Bauherrschaft wollte anstatt ihren bestehenden konventionellen Zaun etwas Individuelles, Naturnäheres gestalten. Natürlich, es gab zwei Möglichkeiten. Wie damals üblich, mit Hand oder manuell mit dem CAD-Programm jedes einzelne Loch, Perforation in einem langen Prozess zu zeichnen oder natürlich die Vorteile des parametrischen Designs zu nutzen. Und wir haben ein Skript aufgebaut, wo alle Parameter leicht steuerbar sind. Zum Beispiel die Gefälle, Pixel, das Loch, die minimale und maximale Größe. Aber natürlich die Schwierigkeit war, dass wir mit dem bestehenden alten Gartenzaun arbeiten müssten. Natürlich die Gartenzaun stützen und das Fundament. Und jedes einzelne Element war anders, unterschiedlich. Das Gefälle, Rahmen, Höhe und Abstand. Parametrisches Design ist ein Tool, das die Türe öffnet und diese Arbeit extrem erleichtert. Dank der Lasertechnik konnten wir die Platten individuell und millimetergenau schneiden lassen. So werden Ideen schnell, einfach zur Realität. Und die nächste ist auch ein kleines, aber sehr interessantes Projekt unter Denkmalschutz. Wir haben die Laserscanning-Technologie und natürlich die konventionellen Messtechniken verwendet, um unser BIM-Modell zu generieren und zu modellieren. Diese Projekte sind immer sehr spezifisch und heikel mit den zeitlichen Transformationen, Nachbeugungen und den Deformationen. Interpolation und gute Prinzipien sind deine Freunde in diesem Prozess. Und ein weiteres Beispiel im Maßstab L. Wir haben jahrelang in diesem Prozess gearbeitet, in diesem Projekt. Aber wir zeigen euch nur heute ein kleines Beispiel, wie wir die charakteristischen Löcher des Daches optimiert haben. Ziel war es nur, die Standardelemente anstelle teurer Spezialglaselementen zu verwenden. Dieses Beispiel zeigt, wie du gleich zu Beginn des Prozesses Herstellerinformationen von hinten einbringen und so dein Design optimieren kannst. Eigentlich, wir können sagen, dass es manuell ist fast unmöglich. Und in diesem Projekt haben wir die erste Architect Grasshopper Live-Verbindung im Jahr 2016 zwischen dem japanischen und dem ungarischen Büro verwendet. Das Museum ist gerade in Ausführung, sollte im Jahr 2020 fertig sein. Wir werden euch bald natürlich auch unsere aktuellsten Projekte zeigen. Das ist unser Ökosystem von heute. Genau. Das werden wir heute euch ein kleines Demo zeigen. Wir werden unseren Entwurf in Archicad erstellen und die Grasshopper-Rhino-Verbindung benutzen, verschiedene Kalkulationen und Transformationen vorzunehmen. Hier seht ihr unser Rezept für heute. Wir benutzen auch die Open Data Zürich Database und wir werden auch zum Beispiel externe Plugins von Grasshopper benutzen, zum Beispiel wie Ladybug. Aber es ist wichtig zu erwähnen ist, dass Archicad und Grasshopper wurde damals von Architekten für Architekten entwickelt. Aber viele haben dieses Potenzial gesehen und deshalb ist diese Welt voll mit wunderbaren und talentierten Fachleuten. Und weil wir die vorher erwähnte Lücke schließen möchten, haben wir einen Wettbewerb, also eine erste Phase-Demo vorbereitet. Jetzt werden wir zu Rhino, Grasshopper und Archicad rüberspringen. Wir müssen unser Fenster wechseln, einen Moment bitte. Und Andres wird euch diese Demo zeigen und ich werde auf Deutsch erklären, was wir genau machen. Einen Moment bitte. Hoffentlich könnt ihr unser Screen sehen.
Hinter der Mausbewegung steckt Andres und ich werde die Schritte auf Deutsch erklären. Auf der linken Seite sehen wir Archicad, unsere bekannte Modellierungssoftware, und auf der rechten Seite sehen wir Rhinoceros, eine 3D-Modellierungssoftware, die auf der NURBS-Geometrie basiert. NURBS-Geometrien geben uns die Freiheit, komplexe Modelle auf einfache und intuitive Weise zu erstellen, und mit diesen Kontrollpunkten sind einfach steuerbar. Und wenn wir diese grüne Ikon klicken, öffnen wir Grasshopper. Grasshopper ist schon in Rhino integrierter grafischer Algorithmus-Editor. Und hier sehen wir den Canvas, wo gerade Andres arbeitet. Und da werden wir auch unsere Komponenten platzieren und unsere Systeme erstellen. Und wie ihr schon hier seht, wir haben eine Skizze vorbereitet für unsere erste Aufgabe. Wir werden einen Morph in Archicad erstellen und daraus verschiedene Archicad-Decken konstruieren. Andres entwirft gerade ein Morph, ein Gebäudevolumen, sehr schön lila, mit verschiedenen Auskragungen und Löchern. Und wir brauchen natürlich auch einen technischen Schritt, unsere Archicad Grasshopper Verbindung. Und wie ihr seht, diese Palette, können wir mit diesem grünen Rad die Verbindung starten und natürlich auch von Grasshopper das steuern. Und wir sehen auch, mit dieser Start- und Break-Connection können wir diese Verbindung starten oder brechen. Und hier im Grasshopper sehen wir die Archicad-Palette und natürlich die 2D- und 3D-Elemente, was wir auch in Archicad haben. Und diese Verbindung funktioniert in zwei Richtungen. Wir können Elemente von Grasshopper ins Archicad schicken oder natürlich von Archicad die Elemente in Grasshopper dekonstruieren und bearbeiten. Hier können wir auch alle Settings zum Beispiel steuern. Aber wir werden zuerst unser Morph dekonstruieren. Dazu brauchen wir unser Morph von Archicad. Das Potenzial ist, dass wir jeden Schritt überprüfen können. Und zum Beispiel hier sehen wir, dass unsere Datei schon verbunden ist. Hier sehen wir unser Closed VRAP. Und mit der nächsten Komponent Kontur können wir diese 3D-Volumetrie schneiden. Wir müssen die Schneidungen festlegen, zum Beispiel jede fünfte Meter, wie ihr da seht. Und mit dieser Komponente werden jede 5 Meter eine 2D-Kurve generiert. Und unter Design Slab können wir diese Komponente direkt verbinden und haben wir die Decken schon in Archicad. Mit einem Booleanzeiger können wir diese Sendung natürlich steuern, dass wir das senden möchten oder nicht. Und wenn du dein Morph in Archicad änderst, bekommst du deine Decken Echtzeit, egal was für ein komisches Morph erstellt hast, wie zum Beispiel Andres, du musst diese Änderungen senden und bekommst du zurück natürlich diese Decken. Und mit diesem System kannst du sehr viel Zeit sparen und natürlich mehr Zeit mit deiner Gestaltung verbinden. Und wie ihr seht, mit diesen 3-4 Komponenten haben wir ein sehr cooles System erstellt, was du immer für das Wettbewerb benutzen kannst. Und wir löschen jetzt diese Volumetrie, weil wir möchten auf unser Wettbewerb-Workflow-Demo konzentrieren. Wir starten in Archicad und auf diesem Bild seht ihr ein Bild von Open Data Zürich, was wir schon heruntergeladen haben. Und diese Webseite ist voll mit hilfreichen und wichtigen Daten. Und unser Grundstück befindet sich in Zürich im Seefeld. Und unser Skript in Grasshopper ist mit Open Data Zürich verbunden. Und wie es funktioniert, mit einer Polylinie werden wir die Größe unserer Umgebung festlegen, um das 3D-Gebäudemodell und Terrain und natürlich die Höhenquoten zu laden. Und mit einem 2D-Schraffur, was Andres gerade zeichnet, werden wir unser Grundstück auch festlegen. Und um diese Daten in Grasshopper zu laden, müssen wir zuerst genau die Verbindung starten und natürlich die perfekte Datei auswählen. Wir haben natürlich verschiedene Dateien für euch vorbereitet, damit wir die Schritte ganz klar sehen können. Und wenn wir die Dateien verbunden haben, zuerst müssen wir die 2D-Linie und danach diese Schraffur laden. Und nach einigen Sekunden können wir unser 3D-Modell schon in unserer Perspektive anschauen. Jetzt sehen wir schon die 3D-Modelle, das Terrain, die Höhenquoten und natürlich den Zürichsee. Und wenn wir diese Umgebung haben, können wir mit unserem Entwurf anfangen.
Jetzt wechseln wir für den zweiten Schritt, also die zweite Datei. Ihr seht schon die Angaben, die Ausnutzungsziffer, die maximale Geschosse, maximale Gebäudehöhe und den Grenzabstand, was gerade schon von Grasshopper in ArchiCAD automatisch gesendet wurde. Andres erstellt uns jetzt unseren Entwurf, unser zukünftiges Gebäude mit einer schönen gelben Schraffüre. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Und weil die Dateien schon verknüpft sind, laden wir diese Schraffur, wie wir das schon oftmals gemacht haben, und sehen wir diese rote Nummer. Das bedeutet, dass wir über die maximale Bebauung sind. Deshalb müssen wir unsere Gebäudeform optimieren. Dazu benutzen wir Galapagos. Galapagos ist eine Komponente in Grasshopper, die eine Form so optimiert, dass ein benutzerdefiniertes Ziel am besten erreicht ist. Dazu brauchst du Optionen, die zu auszuprobieren, zum Beispiel wie unser Offset und natürlich ein Ziel. In unserem Fall ist der 0, weil wir unser Geschossvergleich mit der Ausnutzung haben möchten. Über Galapagos könnten wir natürlich stundenlang sprechen. In unseren Workshops erklären wir natürlich tiefer, wie es funktioniert. Und wenn wir unser optimiertes Gebäudeform haben, können wir diese Schraffur anpassen und das wieder in Grasshopper laden. Genau, und jetzt diese Nummer sollte grün sein, perfekt. Also das bedeutet, dass unser Gebäude ist unter die Geschossfläche, was wir maximal bauen dürfen. Und können wir auch ein Morph als unsere Volumetrie in ArchiCAD schicken und das natürlich überprüfen. Als nächster Schritt werden wir den Schritt 3, die Grundisoptimierung, öffnen. Und nach unserer Volumenstudie werden wir unsere Grundis- und Wohnungsverteilung erstellen. In Grasshopper auf der rechten Seite sehen wir unser Wohnungsspiegel. Wir haben von 2,5 bis 5,5 Zimmer Wohnungen von 58 bis 140 Quadratmeter. Und unsere Wohnungen und unsere Grundrissformulierung zu erstellen, haben wir diese kleinen Kreise, also diese Punkte in ArchiCAD gemacht. Und also unser Ziel ist immer, offene und leicht benutzbare Skripte zu erstellen, damit wir frei entwerfen können. Und hier seht ihr schon die Farben, die verschiedenen Farben und die Nummer, die verschiedene Wohnungstypen zeigen. Zum Beispiel der Pink ist 2,5 Zimmerwohnung, diese Lila ist 3,5 Zimmerwohnung, und blaue war 4,5 Zimmerwohnung. Dieses Prozess kann natürlich optimiert werden und mit unserem Wohnungsspiegel angepasst. Wir haben natürlich eine kleine Kalkulation auch in Grasshopper schon erstellt. Jetzt werden wir unsere Entwürfe neu laden. Und dieser Optimierungsprozess natürlich kann auch noch besser optimiert werden. Wir haben jahrelang Galapagos benutzt, aber hier sieht zum Beispiel Wallacy für Analyse, Simulationen und Optimierungen, aber es gibt sehr viele, die auch kostenlos für Grasshopper da sind. Und nach diesen Operationen werden wir unser BIM-Element erstellen, zuerst die Decken, die Stützen und danach die Raumstempel. Dazu öffnen wir unsere Datei 4, also Schritt 4, wo wir die Decken, die Stützen und auch die Raumstempel sehen. Natürlich müssen wir auch mit Datei 4 unsere ArchiCAD-Datei verbinden und danach können wir diese BIM-Elemente in 3D-Perspektive überprüfen. Ich denke, wir sollten diese Volumen löschen, genau, das macht Andres gerade, diese Volumen löschen, um unsere Gebäudestruktur und auch unsere Raumsteppe besser zu sehen. Das werden wir löschen. Zuerst müssen wir das entsperren. Und jetzt sehen wir auch unsere Raumstempel in 3D. Und diese Raumstempel entsprechen für diese 2,5 oder 3,5 Zimmerwohnungen. Und diese Raumstempel natürlich können wir auch in einer ArchiCAD-Tabelle auslesen.
die Stückzahl und natürlich auch die Fläche. Und wenn unser Gebäude steht, dann kommt eine spannende Sache, den Fassadenentwurf. Wir haben ein sehr gutes System aufgebaut. Und dieses System ist mit einem Paramo GDL Object verbunden. Paramo ist die algorithmische und visuelle GDL Editor in ARCHICAD. Es ist neu in ARCHICAD 24 und ist auch für Windows und Mac erreichbar. Und es macht gerade einen Würfel mit drei Inputs Parameter, die Breite, die Höhe und die Tiefe. Und wenn wir die ändern, können wir einfach diese Würfel sehr einfach steuern. Wir müssen einfach das speichern mit einer Name und dieses Objekt wird, genau, wir brauchen eine neue Name, benennen wir anders und dieses Objekt wird automatisch in unsere Bibliothek eingebettet. Und jetzt können wir unseren Fassadenentwurf erstellen. Dazu haben wir ein 2D-Schraffur in einem Arbeitsblatt schon vorbereitet. Und natürlich, das ist Schritt 5. Also wir müssen die Datei 5 auch mit unserem ARCHICAD-Datei verbinden. Und diese Schraffuren sind unsere Fassadenelemente. Und wie ihr unten seht, die Dicke können wir auch bestimmen. Jetzt können wir das in einem 3D-Fenster überprüfen. Und jetzt haben wir unsere schöne Backsteinfassade mit unserem Pattern, was wir in 2D gezeichnet haben. Natürlich, dieses System ist sehr flexibel und wie wir immer sagen, unser Ziel ist, diese flexible Tools für unseren Entwurf zu machen. Jetzt Andres macht ein neues Fassadesystem, wie es ihm am besten passt, denke ich. Und wenn wir diese Schraffuren erstellt haben und wir mit diesem Design zufrieden sind, natürlich können wir auch die Tiefe der Fassade bestimmen. Müssen wir diese Daten wieder senden und in Grasshopper einladen. Also dazu brauchen wir diese Schraffuren auszuwählen, nicht Grasshopper, sondern ARCHICAD. Und wenn wir diese Schraffuren ausgewählt haben, unser System wird automatisch aktualisiert. Und diese Aktualisierungen können wir auch in 3D anschauen. Und genau, unsere Fassade wurde angepasst. Nicht so schlecht, oder? Also unser Gebäude steht nach, ich weiß nicht, 5, sagen wir 10 Minuten. Und jetzt können wir eine Simulation durchführen. Wir zeigen nur eine Solar Radiation, eine Solaranalyse, was ihr auch jederzeit erstellen könnt. Dazu haben wir das Ladybug-Tool benutzt. Ladybug ist eine parametrische Energiemodellierung, ein Plugin für Grasshopper. Ladybug ist ein ganzes Ökosystem selbst mit Honeybee, Butterflies, zum Beispiel für Thermakomfort, Tageslicht, Lichtanalyse und so weiter. Und hier können wir auch sehen, dass im Ladybug die Komponente aufmachen können, wurden in Python geschrieben und wir können diese Skripte studieren, analysieren und natürlich diese Programmiersprache erlernen. Und jetzt verbinden wir natürlich unser Schritt 6 mit unserer Datei 6. Und dieses Prozess ist ein bisschen heavier. Viele Daten laufen im Hintergrund. Und ich möchte ganz kurz erklären. Wir haben zwei Ebenen erstellt. Eine ist die Fassade, also die Fensterebene. Und die andere Ebene ist die Fassade selbst. Und hier können wir sehen, wo wir unseren Schatten haben, wo die Sonne kommt und natürlich auch unser Fassaden-Mockup. Hier sehen wir die Schattenseite und auch Zürichsee. Genau, hier können wir auch danach, wenn wir das nicht so optimal finden, können wir natürlich unseren Entwurf anpassen. Und weil dieses System und Workflow funktioniert, können wir jederzeit jeden Schritt nochmals machen. Und um unsere Kunde, Bauherr oder Chef glücklich zu machen, können wir auch dieses ganze System mit einem Direktlink mit Twinmotion Echtzeit verbinden und natürlich in einem Phone oder Tablet zu zeigen. Und natürlich Twinmotion ist auch mit Unreal jetzt verbindbar und Unreal hat auch eine visuelle Programmiersprache, heißt Blueprint.
Das funktioniert gleich wie vorher zum Beispiel in Paramo oder Grasshopper gesehen haben. Und das Wichtigste ist und das größte Potenzial ist, dass wir zusammen mit unseren Kunden Bauherren entwerfen können, mit der Kontrolle über unseren Entwurf, Wohnungsspiegel, Simulation, also die gleiche Prozess, was wir gemacht haben. Und natürlich mit der riesengroßen Optimierung und Zeitsparpotenzial, dass wir nach der Besprechung nicht wochenlang Anpassungen vornehmen müssen. Natürlich, dieses Video wurde nicht gerade jetzt gemacht. Aber das Wichtigste ist, dass du dein Projekt, deinen Workflow kontrollierst und du hast die Sicherheit und Kontrolle über deinen Prozess und dass du die Freiheit und die Freude hast, gute Architektur zu entwerfen. Wir hoffen, dass diese kleine Demo gefallen hat. Wir haben noch zwei der kleinen Beispiele. Und jetzt gehen wir zurück zu unserer Präsentation. Einen Moment bitte, wir müssen das Fenster wechseln. Danke. Danke, Nora. Vielen Dank, Andres, für diese Demo. Dankeschön. Und wir werden noch zwei, drei kleine Anwendungsmöglichkeiten zeigen. Zum Beispiel diese, wo wir zeigen, dass wir natürlich nicht nur ein Gebäude, sondern auch eine ganze Überbauung steuern können. In diesem Prozess, der erste Teil ist ganz ähnlich, wie wir gezeigt haben. Wir benutzen die Angaben von unserer Area, die Nutzung, Ausnutzungsziffern, wie normal. Danach erstellen wir unseren Entwurf. Und wir machen auch die Volumenstudie, was wir auch gerade gesehen haben. Aber natürlich, dieses System ist auch sehr flexibel und automatisch anpassbar. Und wenn wir unseren Entwurf gemacht haben, können wir auch die BIM-Architektelemente generieren, zum Beispiel die Decken und die Stützen und natürlich die Wände. Und alle diese Elemente sind im Skript mit dem Einheitspreis verknüpft. Damit einfach die Kosten generierbar sind. Diese Daten können wir in Excel oder in einem Webbrowser exportieren und dort hat unser Bauherr oder unser Team in Echtzeit Zugriff auf alle Daten. Du hast immer die Kontrolle und den Überblick natürlich über dein Projekt. Und diese ist auch ein schönes Beispiel, Materialisierungspläne. Ich denke, das klingt bekannt, oder? Ich erinnere mich an einen Albtraum in meiner Karriere. Ich musste Tage und nachtlang Anpassungen vornehmen. Aber seit ich diese Arbeitsmethode und natürlich Grasshopper kenne, ist es für mich die Vergangenheit. Hier zeigen wir ein kleines Skript, wie ihr euer Design schneller und kontrollierter erstellen könnt. Und natürlich, damit man viel Zeit sparen kann. Wir haben mit Raumstempel in Archicad gearbeitet und haben zuerst die Bäder ausgewählt in Archicad und so die Materialien, Materialhöhe und die EBKPH-Kosten von Grasshopper nach unserem Wunsch und Angaben gesteuert. Und mit grafischer Überschreibung und Elementeigenschaften in Archicad könnten wir problemlos unsere 2D- und 3D-Pläne generieren. Und natürlich, diese Daten können wir echtzeit in einer Archicad-Tabelle generieren, mit dem Material, Materialmenge, Fläche, die Einheitspreis und ganz wichtig, die kalkulierten Kosten. Und weil dieses Prozess in jedem Projekt vorkommt, kannst du ihn nächstes Mal wieder verwenden, verbessern und natürlich so gewinnst du Zeit für die Gestaltung. Und in diesem Beispiel haben wir geometrische und logische Zusammenhänge zwischen Bauteilen, Elementen und Daten unter Kontrolle gesetzt. Wir haben einen kleinen Algorithmus definiert. Erstens haben wir die Innentüre ausgewählt und dann die Holzständer daneben gesetzt. Der Abstand, die Seite, das Material, es kann frei bestimmt werden. Und zweitens haben wir das Signaletik für das Treppenhaus gemacht. Und weil unser System sehr intelligent ist, weiß, wie viele Geschosse wir haben, also weiß, wie viele Nummern es erstellen muss. Und wenn wir die Eingangstüre ausgewählt haben und in Grasshopper eingeladen haben, können wir auch unsere Signaletik, also unsere Nummer, in Archicad senden. Da können wir den Abstand, die Seite, auch natürlich die Größe und den Stil bestimmen.
Und als letztes Beispiel haben wir neben alle Eingangstüren einen Feueralarm gesetzt. Zuerst müssen wir die Eingangstüre auswählen und dann können wir diese Objekte senden. Natürlich die Höhe, die Breite und die verschiedenen Objekte können wir selbst bestimmen. Und mit diesen Inputs und Parametern, du bist sehr frei und flexibel. Leider, parametrisches Design wird manchmal als seltsame Geometrie, Pattern oder eine Software verstanden. Aber wir sehen hier, das ist rational und für den Alltag benutzbar und nicht nur für den Entwurf. Wir haben diese Methode jahrelang auch in Ingenieursbüros in Ausführung benutzt. Und natürlich stellt die Frage, wie und wo kann ich diese Arbeitsmethode lernen? Wir haben einen 3-stündigen Workshop, wie in Gruppe und auch im Privat. Der nächste Gruppenworkshop findet am 15. Mai am Nachmittag statt. Andersfalls, wenn du keine Zeit hast, kannst du auch einen Termin in unserem privaten Workshop mit diesem QR buchen und natürlich in der Zeit, wenn es dir am besten passt. In diesem Workshop zeigen wir die Grundlagen von Rhino und Grasshopper und natürlich die bidirektionale Archicad und Grasshopper-Verbindung, wie du von 2D-Linien und Schraffuren, BIM-Elemente und flexible Systeme erstellen kannst. Und die nächste und größte ist unser 5-monatige BSS, Building System Specialist Zertifikat. Wir haben schon bereits erwähnt, aber es ist ein ehrgeiziger Titel, ist sehr intensiv, aber neben deinem Job leicht machbar. Sehr persönlich, zu sprechen wir dir über deinen Hintergrund, was du am Alltag machst und welche Ziele du hast und Probleme lösen möchtest. Und hier auch starten wir in Rhino, aber wir gehen auch natürlich tiefer in die 3D-Modellierung und dann in Grasshopper. Wir lernen über Daten, Informationen, Listen, über viele Sachen. Erstellen wir zuerst Volumenstudien, basierend auf den Angaben des Bauherrs. Und dann erstellen wir Gebäudesysteme, Fassadenvarianten. Wir sprechen über Tipps und Tricks. Und dann agieren wir natürlich tiefer in Grasshopper und wir öffnen die Tore für Plugins und Add-ons. Wir sprechen und lernen über Paramo, Python und viele Open Software. Wir lernen über Optimierung, Machine Learning und wie man Echtzeitsimulationen, Analyse machen kann. Und die letzten 3 Wochen ist die Abschlussarbeit. Das ist der beste Teil, wo du deine craziest Idee machen kannst. Hier siehst du einige Beispiele, was unsere Studenten gemacht haben. Aber wichtig ist, dass es im Titel nicht nur um Computer geht. Wir diskutieren, wir gehen in die Theorie tiefer, wir skizzieren und dann am Ende, wie ihr seht, diese Skizzen werden in flexible, anpassungsfähige Systeme umgewandelt und natürlich visualisiert. Und hier sieht unsere BSS Community. Wir sind sehr, sehr glücklich, weil wir immer mehr und mehr Studenten aus der Schweiz haben. Und wir müssen auch sagen, BSS ist nicht nur eine Learning-Plattform. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen uns und auch, wie wir gemeinsam mit interdisziplinären Fachleuten eine bessere Zukunft gestalten können. Und unsere Erfolgsgeschichte, dass einige von unseren Studenten schon ihren Traumjobs bekommen haben. Viele machen schon Implementierung und seine eigene Firma. Und diese Stelle ist mehr und mehr gefordert und wir denken, 2 oder noch früher wird ein Muss sein. Ohne diese Arbeitsmethode, die Büros verlieren sehr viel Zeit und Mühe. Zum Glück mehr und mehr Büros fragen nach unserem Titel, um natürlich das Team auszubilden und das Office-Workflow auf die nächste Ebene zu heben. Hier seht ihr unser jüngster BSS-Player, Manuel, und natürlich seine Gedanken. Ja, ich schließe zurzeit gerade die letzten Levels. Ich habe 4 spannende Monate hinter mir, waren auch etwas streng. Ich hatte die eine oder andere Nachtschicht dabei, aber mit Nora und Andres hatte ich da 2 sehr motivierte Coaches an der Seite. Ich fand es sehr spannend, auch einen Einblick zu kriegen in andere Länder wie Australien oder Spanien oder Peru, um zu sehen, wie da mit Grasshopper gearbeitet wird oder
wie da die Zukunft aussieht mit Grasshopper und sich da auch ein bisschen Gedanken zu machen, wie das vielleicht bei uns aussehen könnte. Dankeschön, Manuel. Und wir freuen uns auf deine Abschlussarbeit. Und am Ende ein Rat und ein Ausblick. Automatisierung, massive Tools, vieles ist bereits vorhanden. Das ist nicht die Frage, das ist schon unsere Gegenwart. Wir sind schon jetzt damit überlastet. Aber das Wichtigste ist jedoch, dass du deine Ziele definierst und die Kontrolle über deinen Designprozess übernimmst. Es ist nicht nur ein Programm, weder ein zusätzliches Software. Es ist eine Haltung. Unsere Arbeitsmethode verändert sich ständig. Research und Arbeit laufen Hand in Hand. Wenn du Architektur liebst, hast du keine andere Wahl. Du musst der Schöpfer deiner Tools sein und du darfst nicht anderen und Externen überlassen, die deinen internen Workflow und deine Identität nicht kennen und massive Tools erstellen. Glaub uns, wir sagen es aus Erfahrung. Du und dein Team werdet Probleme lösen, die vorher unlösbar schienen. Ihr werdet viel Geld und Zeit sparen und jeden Tag etwas Neues lernen und eure Position als Architekt stärken und behalten. Also besten Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Wir sind sicher, dass es schon sehr viele Fragen gibt. Wir sind sehr gespannt, die zu beantworten. Wir können jetzt zurück ins Studio. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, vielen Dank an Andres und Nora für diese eindrückliche Präsentation. Sie können natürlich auch weiterhin noch Fragen stellen. Wir haben bereits einige Fragen von Ihnen erhalten, aber wie gesagt, Sie haben nach wie vor die Möglichkeit, uns weitere Fragen zu stellen. Und ich beginne gleich mal mit der ersten Frage an euch beide. Und zwar geht es um die Skripte, die ihr verwendet habt, werden diese Skripte im Nachgang irgendwie zur Verfügung gestellt oder gibt es einen Zugang bei euch, um diese Skripte zu erhalten und selbst anwenden zu können? Vielen Dank für diese Frage. Wie wir schon es erwähnt haben, unser Ziel ist, diese Arbeitsmethode zu lehren und zu unterrichten, damit ihr jeden Schritt versteht und auch dieses Skript auch ändern könnten und auch für eure Arbeitsmethode umpassen könnt. Aber natürlich passt es vor mit Überraschungen. Und wenn zum Beispiel dir ein Thema gefällt, dann können wir das auch dir privat erklären. Aber wir sind immer vor mit Überraschungen, wie ich gesagt habe. Also wenn du zum Beispiel einen Workshop machst, dann werden wir das auch zur Verfügung stellen. Okay, super. Vielen Dank. Dann kam gleich noch eine zweite Frage von derselben Person. Die kann ich direkt beantworten. Da geht es darum, ob man das Webinar im Nachgang auch nochmals ansehen kann. Für die Teilnehmer, die jetzt live zu sehen, jawohl, das können Sie im Nachgang über unsere Webseite machen. Für diejenigen, die nun die Aufzeichnung schauen, hat sich die Frage erledigt. Gut, dann eine Frage wiederum an euch, und zwar, was ist der Unterschied zwischen parametrischem Design und algorithmischem Design? Das ist eine sehr wichtige Frage, also vielen Dank. Also parametrisches Design ist eigentlich der Ausdruck deines Designs, deinen Entwurf durch Parameter. Und diese Parameter sind die Eigenschaften von deinem Objekt und auch Design. Also zum Beispiel, wenn wir einen Tisch nehmen, natürlich hat es auch eine Tiefe, eine Höhe und eine Breite. Aber es sind nicht nur geometrische Parameter, es sind auch zum Beispiel Material oder Kosten. Und diese Parameter kannst du sehr flexibel ändern. Das bedeutet auch, dass dein Design, also dein Output, ändert wird. Also das ist die Flexibilität. Aber ich muss auch erwähnen, also parametrisches Design wird manchmal leider als ein Architekturstil verstehen, für organische Formen oder Geometrie, aber das ist nicht so, es ist nicht etwas Neues. Einfach, dass wir jetzt das Computer benutzen können und dieses Potenzial auch haben. Und algorithmisches Design ist eigentlich, wie du diese Schritte machst, wie du diese Logik aufbaust und natürlich deine Ziele definierst. Also wir können sagen, parametrisches Design ist, wie du deinen Parameter definierst und algorithmisches Design, wie du deinen Prozess definierst. Okay. Ich hoffe, das war verständlich. Ich glaube, das war verständlich, genau. Und sonst kann gerne nochmals zur Frage ergänzen, was gestellt werden. Gut, dann eine etwas längere Frage. Ist parametrisches
Ist parametrisches Design auch die Planung von Raumausstattungen, zum Beispiel für Küche, Bad und so weiter, mit Parametern wie Anzahl Nutzer, Barrierefreiheit oder rituale Tätigkeiten wie Kochen, Geschirrspülung, Dusche etc.? Kann man das auch dafür einsetzen? Genau, also diese sind sehr viele Parameter, aber diese Arbeitsmethode ist sehr flexibel. Also natürlich kannst du diese Normen, zum Beispiel auch die SEL-Normen, in deinem Skript, in deinem System aufbauen. Und das hängt davon, es hängt von dir ab, wie du und welche Parameter, welche Normen du brauchst. Und natürlich auch für jeden Schritt kannst du auch ein kleines Skript erstellen und dafür das benutzen. Also ist möglich, natürlich. Super, vielen Dank. Dann kam die Frage, ist Paramo inzwischen tatsächlich für Mac verfügbar? Hat also jemand genau aufgepasst bei eurem Vortrag? Kann ich vielleicht kurz einhängen dazu? Ihr habt die internationale Version verwendet, da ist das neueste Update bereits verfügbar. Für die Schweizer Version wird das neueste Update voraussichtlich Ende dieser Woche erscheinen und mit diesem Update wird Paramo auch auf Mac dann verfügbar sein. Dann wiederum eine Frage an euch. Und zwar haben wir die Frage der Wohnungstypen. Also ihr habt ja eigentlich quasi die Wohnungseinheiten gezeigt im Skript. Und jetzt kann man auch eine Stufe tiefer gehen, kann man auch Wohnungstypen, also quasi wie die Wohnung in sich selbst aussieht, mit Grasshopper erzeugen. Genau, also dieses System, was wir benutzt heute, eigentlich optimiert und dividiert die Fläche in der besten Verteilung. Also kann man zum Beispiel ein Zoom machen, oder? Und die Wohnung nehmen und diese Verteilung auch so machen. Genau, das kann man auch. Super. Dann kam die Frage, ist Rhino für diese Methode, die ihr gezeigt habt, ist das zwingend nötig? Also Grasshopper ist in Rhino integriert. Also es läuft immer im Hintergrund. Also du brauchst Rhino, ja? Aber für deinen Prozess nicht unbedingt. Es hängt davon ab, wie du arbeitest. Also wie ich schon erwähnt habe, du hast bidirektionale Verbindung. Also kannst du die Elemente von Archicad nehmen und den Grasshopper dekonstruieren, transformieren und zurück in Archicad senden. Also kannst du direkt mit Grasshopper arbeiten, aber im Hintergrund ist immer Rhino da. Okay, super. Dann kam die Frage, was wahrscheinlich auch wieder auf euer Skript bezogen war, haben die Leute gut aufgepasst. Bei den Wohnungsformen kann man das auch so definieren, dass zum Beispiel nur rechte Winkel möglich sind? Genau, also wie ihr gesehen habt, also wir haben Kreise definiert, aber diese Kreise zeigen eigentlich Punkte. Und es hängt davon ab, wie ich diese Punkte setze. Wenn ich zum Beispiel das rechtwinklig setze, zum Beispiel parallel mit meinem Gebäudeform, dann wird dieses System auch rechteckig sein. Ja. Okay, gut, dann kam gleich eine Frage, die kann ich jetzt gleich hier dazu stellen, nämlich was hat das mit diesen 2D-Kreisen und der Verteilung auf sich gehabt beim Skript? Also wie funktioniert das? Ihr habt eben diese 2D-Kreise noch in der Wohnung drin gehabt. Was haben die für einen Zweck gehabt? Also genau, wir haben einfach das mehr für visuelle Sprache benutzt, weil wir nur einen Punkt benutzen, dann sieht man vielleicht, sieht ihr vielleicht nicht so gut. Deshalb haben wir die Kreise benutzt und natürlich die Mittelpunkt von dieser Kreise sind die Punkte, was wir benutzen. Und da hinten läuft schon, also wir haben, wie ihr gesehen habt, von die 2,5 bis 5,5 Zimmerwohnungen und natürlich diese Angaben von der Fläche. Und diese läuft hinten, also im Skript. Und wie ich schon gesagt habe, dies wird verteilt, also mit der optimierten Verteilung. Aber diese Daten laufen natürlich verknüpft mit unseren Punkten. Okay, super. Aber das war hauptsächlich in dem Fall der Kreis, war eigentlich eine Hilfestellung für die Zuschauer, damit sie besser sehen, wo das Ganze einen Ursprung hat. Wunderbar. Gut, dann eine Frage wiederum zu dem, was ihr gezeigt habt. Mit welchen Elementen wurde die Sonnenschule dann in Archicad dargestellt? Genau, also das ganze Geschichte ist ein Plugin für Grasshopper. Wie gesagt haben, ist Ladybug. Und diese Ladybug generiert uns eine Mesh. Und diese Mesh wird als ein GDL-Objekt, also ein Objekt in Archicad erstellt. Aber diese Sonnenstudie erklärt mir auch zum Beispiel in unserem Titel sehr spezifisch, wie man diese Farben
verteilen und auch die Nachrichten senden kann. Super, vielen Dank. Dann kam die Frage zu der ganzen Methodik. Ihr habt gesagt, ihr habt diese Workshops, ihr habt diese Kurse. Aber wie schnell kann ich jetzt Grasshopper lernen? Genau, also ich denke, ich habe ein sehr gutes Beispiel mit der Sprache gemacht. Ich denke, weil eigentlich das ist auch eine Sprache. Wir müssen ein bisschen anders denken. Aber jede Minute, wenn du diese Sprache mit dieser Sprache verbringst, ist ein Schritt weiter. Also zuerst zum Beispiel in unserem Workshop in diesen 3 Stunden lernen wir die ersten Wörter und auch machen wir die ersten Sätze, zum Beispiel die ersten Systeme, wie man zum Beispiel diese Volumenstudien erstellen kann und wie man auch dahinter diese Berechnungen auch machen kann. Also ist auch wichtig, wie man zum Beispiel mit Daten arbeiten kann. Aber natürlich ist von Person abhängig, weil du musst diese Logik aufbauen und das ist wie eine Sprache. Aber es ist wichtig auch, dass mit dieser Sprache kann man auch dann später viel einfacher mit den anderen kommunizieren. Das ist wie bei jeder Sprache. Man muss halt mal die Basics lernen, dann geht es immer besser. Gut, dann kam eine Frage auf die Optimierung von einem Entwurf. Also kann ich meinen Entwurf auch auf Normen, jetzt konkretes Beispiel wurde hier die maximale Fluchtweglänge, was also diese zum Beispiel 35 Meter, kann ich das auch gleich direkt beim Entwurf berücksichtigen? Das ist eine sehr lustige Frage, weil natürlich kann man das machen und auch kann man das auch einfach im Grasshopper das erstellen mit verschiedenen Parametern und auch genau mit geometrischen Verbindungen. Aber es gibt auch sehr gute Plugins dafür, das man auch benutzen kann. Und es ist sehr lustig, weil gerade in unserem Titel zum Beispiel haben wir das auch, wie man das erstellen kann und auch im Artikel senden kann, damit man das sehr visuell sieht. Und auch mit dem Fachplaner das austauschen kann. Super, also wirklich sehr viele Möglichkeiten. Gut, dann kam eine Frage bezüglich eurer Kurse. Also werden die Kurse bei PASS alle oder werden für die Kurse bei euch alle diese genannten Programme benötigt oder können die bei euch benutzt werden? Also quasi, muss ich das mitbringen auf meinem eigenen Computer oder stellt ihr das zur Verfügung, wenn ich jetzt bei euch in einen Kurs komme? Genau, also ich denke, das Archicad-Teil vielleicht könntest du beantworten, aber viele haben natürlich schon Lizenzen von Archicad. Wir können Rhino für die Workshops, also zum Beispiel für die Datentiefe, für diese 5 Monate zur Verfügung stellen und auch für diese 3-Stunden-Workshop Rhino und Grasshopper können wir zur Verfügung stellen, genau. Genau, und vielleicht noch als Ergänzung, was vielleicht nicht ganz so klar rübergekommen ist für den einen oder anderen, viele dieser Tools, die ihr auch noch gezeigt habt, wie eben Ladybug und so, das sind keine kostenpflichtigen Programme, sondern es sind Aufsätze eigentlich auf Grasshopper, die man installieren kann. Genau. Es gibt sehr viele, diese Welt ist sehr groß und auch es gibt sehr viele Entwickler, die das gratis zur Verfügung stellen. Sehr gut, dann was können wir in Zukunft noch von PASS erwarten? Eine weitere Vertiefung in Richtung Parametric Design oder Machine Learning, AI? Was kann man da von euch noch erwarten? Genau, also wir beschäftigen uns sehr lange mit diesem Topic und auch, also wenn jemand Interesse hat, wir haben schon verschiedene Workshops davon gemacht. Und das kommt jeden Tag mehr und mehr in die Frage und natürlich auch lehren wir auch diese Methode. Super. Dann kam die Frage, worin liegt der Unterschied zwischen Paramo und Grasshopper? Grasshopper scheint ja schon lange vernetzt zu sein mit anderen Tools. Genau, also Paramo ist für GDL Objects in Archicad schon integriert. Also ist auch kostenlos, kannst du auch für Archicad 24 herunterladen und benutzen. Und Grasshopper ist natürlich seit 2007 schon zugänglich und natürlich mit vielen Entwicklern machen sehr, sehr gute Sachen und natürlich, was wichtig ist, der Unterschied, dass mit Archicad auch native BIM-Elemente für Archicad erstellen können. Und das ist der größte Unterschied, dass zum Beispiel kann ich Stützen, Wände und alle diese native Elemente von Grasshopper erstellen. Wunderbar, dann kam die Frage, was kostet Rhino?
Rhino hat keine jährliche Lizenzierung. Du musst für 3 oder 4 Jahre kaufen und es kostet etwa 950 Euro für diese 3, 4 Jahre. Wunderbar. Dann kam die Frage, ob man für die Zukunft eher Grasshopper lernen soll oder eher Paramo oder jetzt vielleicht auch aus eurer Erfahrung oder ist das eigentlich von der Programmiersprache dann dahinter eigentlich sehr ähnlich? Sprich, wenn ich Grasshopper kann, kann ich automatisch auch Paramo und umgekehrt oder wie seht ihr das? Genau, also wie wir es immer sagen, es ist wirklich wie eine Sprache. Also wenn du diese Logik lernst, dann kannst du auch Paramo, Grasshopper und wie wir zum Beispiel auch in der Präsentation erwähnt haben, Blueprint für Unreal benutzen und benutzt alle diese Programme die gleiche Sprache. Und es gibt, ich denke, alle Software heutzutage haben eine visuelle Programmiersprache und natürlich einige Commands sind anders und heißen sie anders, aber diese Grundlogik ist gleich. Also wenn du eine lernst, dann kannst du auch die andere benutzen. Super. Dann kommt nochmals eine Frage zu diesen Wohnungstypen. Das scheint die Leute beschäftigt zu haben. Und zwar können wir jetzt bei diesen Wohnungstypen, die ihr in eurem L-förmigen Gebäude platziert habt, können wir da auch beispielsweise noch die Erschließung berücksichtigen? Natürlich, es ist ein zusätzlicher Parameter. Genau, aber dieses Skript, was wir gezeigt haben, sind nur die ersten Schritte. Also wir wollten nicht ein riesengroßes Skript in dieser kleine kurze Präsentation zeigen, aber natürlich Treppenhaus, Erschließung ist noch ein zusätzlicher Parameter, was auch in diesem Skript integriert werden kann. Super, vielen Dank. Dann kam die Frage bezüglich eurer 3-stündigen Workshops. Was wird in diesen 3 Stunden behandelt? Genau, wir haben 2 Möglichkeiten, also einmal die Gruppe und einmal privat. Die Gruppe hat immer die, wir können sagen, immer die gleiche Aufbau. Wir lernen die Grundlagen von Rhino und Grasshopper und erklären wir die Prinzipien von dieser Arbeitsmethode. Und dann benutzen wir jederzeit diese Verbindung zwischen Archicad und Grasshopper. Wir erstellen die Volumenstudien basierend auf zum Beispiel ein Programm. Und natürlich erstellen wir Beam-Elemente. Aber es gibt auch 3 Stunden für privat. Und wenn du zum Beispiel ein Thema hast, was dich interessiert oder tiefer gehen möchtest, dann werden wir das mit euch persönlich besprechen und ein persönliches Workshop machen. Super. Dann kam noch die Frage der Kurssprache bei euch. Also finden die Kurse in deutscher Sprache statt? Also ja, wir sprechen Deutsch, Englisch, Spanisch, Ungarisch und ein bisschen Italienisch. Also ziemlich offen. Muss sich einfach die Gruppe dann einig werden, welche Sprache sie gerne hätte. Genau, also es hängt nach, genau, in einer Gruppe hängt von der Personen ab. Gut, super, vielen Dank. Ja, das wäre es fragerundetechnisch gewesen. Sollte Ihre Frage jetzt vielleicht nicht mit dabei gewesen sein, werden wir die natürlich sehr gerne im Nachgang noch schriftlich Ihnen beantworten, sodass auch Sie dann noch zu einer Antwort kommen, wenn jetzt die Zeit hier nicht mehr hineingepasst hat. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich nochmals bei Nora und Andres bedanken für diesen Vortrag, für dieses Webinar. Ich denke, das hat eindrückliche Einblicke gegeben in dieses algorithmische Design. Ich hoffe, Sie konnten auch etwas mitnehmen von zu Hause und Sie sind beim nächsten Webinar von uns wieder mit dabei. Vielen Dank. Vielen Dank an euch für die Einladung und vielen Dank für die Zeit, dass ihr diese Stunde mit uns verbracht habt. Und es freut uns sehr, dass wir einen kleinen Einblick in unsere Akademie gezeigt konnten. Und wir hoffen, dass wir eine kleine Motivation, Inspiration gezeigt haben, damit ihr diese Arbeitsmethode lernt. Und wenn ihr Fragen habt, wir sind immer offen. Und vielen Dank nochmals. Dankeschön. I'm going to go to the next one.